Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Man muss nicht in die Großstädte dieser Republik schauen, um zu erfahren, wie fatal Ihre Migrationspolitik ist. Es genügt bereits ein Blick in das beschauliche Hennef am Rhein. Hier vergewaltigte 2019 der abgelehnte syrische Asylbewerber Mohammed B. die deutsche Mutter zweier Kinder auf einem Rewe-Parkplatz. Die Kinder von Opfer und Täter besuchten denselben Kindergarten, die Familien wohnten sogar nebeneinander. Über Jahre musste das Vergewaltigungsopfer Mohammed B.s Erniedrigungen ertragen. Es steht jedem Redner frei, natürlich zu überlegen, wie er sein Anliegen hier rüberbringt. Gleichzeitig bitte ich aber auch zu bedenken, wenn Sie Beispiele, die Sie hier zur Bebilderung Ihrer Rede vortragen wollen, auswählen, auch, dass es auch eine Würde von Opfern von Straftaten gibt. Das war die erste Anmerkung. Eine zweite Anmerkung. Es steht nach wie vor jedem Redner, jedem Kollegen, jeder Kollegin frei, auf seinem Platz, ihrem Platz zu sitzen, während der Reden anderer Abgeordneter in Taschen zu kramen, sich mit Zwischenrufen, mit anderen verbalen und nonverbalen Meinungsäußerungen entsprechend zu melden bzw. zu versuchen, ins Protokoll oder wohin auch immer zu gelangen, was die Aufmerksamkeit betrifft. Und ich habe am Beginn dieser Debatte, bevor ich sie eröffnet habe, beispielsweise dafür gesorgt, dass auch der erste Redner der antragstellenden Fraktion die notwendige Aufmerksamkeit bekommt. Das werde ich auch für jeden Abgeordneten und jede Abgeordnete tun. Ich bitte aber gleichzeitig zu beachten, dass auch demonstratives sich wegdrehen von dieser Debatte und vom Plenum natürlich eine nonverbale Ausdrucksform ist, die einer entsprechenden Bewertung auch durch die Zuschauenden, Zuhörenden unterliegt. Insofern mein Appell und das ans gesamte Haus, dass wir uns parlamentarische Ausdrucks- und Umgangsformen befleißigen. Gut, da offensichtlich im Moment noch einige Kolleginnen und Kollegen die Zeit nutzen, um die Plätze in ihren Fraktionen einzunehmen, nehme ich jetzt Gelegenheit, erstens ausdrücklich der Abgeordneten von Storch einen Ordnungsruf zu erteilen, sie zweitens aufzufordern, hier im Plenum während der vorangegangenen Debatte aufgenommene Fotos, welche inzwischen in mindestens einem Social-Media-Kanal veröffentlicht wurden, erstens von ihrem Gerät zu löschen, sehr wohl auch diesen Tweet zu löschen, wohl wissend, dass das Internet nichts vergisst. Ich behalte mir weitere Ordnungsmaßnahmen nach Betrachtung der Schwere des Verstoßes gegen unsere Geschäftsordnung vor. Dazu gibt es keine Aussprache. Eine Veröffentlichung kann kein Irrtum sein. Zung, veröffentlicht. Ich habe kein Foto aus dem Plenarsaal veröffentlicht. Ich habe ein Foto aus der Fernsehübertragung von Phoenix veröffentlicht. Und ich bitte Sie daher, diesen Ordnungsruf zurückzunehmen. Ich habe nichts Unerlaubtes getan. Ich nehme diesen Ordnungsruf im Moment nicht zurück, weil dieser Ordnungsruf bezog sich erst einmal auf die Aufnahme, die Sie vorhin gemacht haben. Ich habe dazu Ihren parlamentarischen Geschäftsführer vorhin zu Ihnen geschickt und eine Aufforderung entsprechend erlassen. Ich werde meine Ordnungsmaßnahme prüfen. Wir haben hier ein Verfahren, wie wenn ein Ordnungsruf zu Unrecht erteilt wurde oder eine mildere Maßnahme angezeigt ist, wie das geheilt werden kann. Das kann ich aber jetzt hier vorn in den Verhandlungen nicht auflösen, sondern das werde ich nach diesem Einsatz hier vorn tun. Und dann werden wir das im geregelten Verfahren regeln.
Es ist an dieser Stelle mehrfach deutlich gemacht worden, dass das Fotografieren in der Sitzung und aus der laufenden Sitzung heraus untersagt ist. Frau von Storch, Sie haben während der Rede eines Kollegen fotografiert und damit gegen die genannte Maßgabe verstoßen. Richtig ist, dass Sie dieses Foto offensichtlich nicht in den sozialen Medien gepostet haben. Darauf kommt es aber nicht an. Und damit bleibt der Ordnungsruf so erhalten. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, muss ich noch einen Ordnungsruf erteilen. Ich habe vorhin eine Betitelung des Kollegen Genau gehört aus den Reihen der SPD-Fraktion. Und für diesen Ausdruck, den Sie genannt haben, erteile ich dem, das sage ich Ihnen jetzt, dem Kollegen Christian Petri einen Ordnungsruf. Es ging um den Ausdruck Dummschwätzer. Und wir haben uns hier alle vereinbart, dass wir uns hier nicht gegenseitig mit irgendwelchen Titeln beleidigen. Und insofern rufe ich Sie daher zur Ordnung. Ein Sprichwort der Dakota sagt, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Statt nun aber von diesem toten Pferd Energiewende abzusteigen, versuchen die grünen Kommunisten es. Herr Gremlin, ohne Restalkohol geht es besser. Abzusteigen versuchen die grünen Kommunisten es mit eines gewaltigen. Entschuldigung. Herr Hilse, ich bitte, dass Sie sich erstens entschuldigen und zweitens auch diese Begriffe weder Nazi noch Kommunisten benutzen wir hier im Hause. Da würde ich Sie auch drum bitten. Also Kommunist ist jetzt verboten? Das können Sie gerne zu Protokoll nehmen, weil wir gesagt haben, wir benutzen solche Begriffe hier im Hause nicht. Man muss sich nicht dran halten, aber ich will trotzdem darauf hinweisen. Ich bitte drum. Ich habe die Redezeit angehalten, Herr Hilse. Sie können jetzt weiter vorfahren. Alles klar. Ich entschuldige mich förmlich bei Herrn Gremmels. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie unter Restalkohol stehen. Herr Kollege Gauland, Sie schwadronieren hier ab und zu vom Westfälischen Frieden. Erklären Sie diesem Haufen doch mal, was der Sportpalast und wer Herr Goebbels war, damit so ein Unsinn hier nicht mehr vorkommt. Ich beende die Aussprache. Und Herr Kollege Weingarten, bei allem Engagement und bei aller inhaltlicher Auseinandersetzung ist es, glaube ich, angebracht, Fraktionen in diesem Haus nicht als Haufen zu bezeichnen. Und darum würde ich Sie bitten. Und was in der Tat so ist und was ich ein Problem auch für unsere Sicherheit finde, ist, dass es russische Quellen gibt, die rechtsextreme Arbeit unterstützen. Zum Beispiel die Arbeit ihrer Parteijugend, die zu Recht übrigens vom Verfassungsschutz überwacht wird, weil das nämlich rechtsradikal ist, was die Leute dort tun. Und insofern kann ich nur sagen, also wie das genau abgewickelt wird, darum habe ich mich ehrlicherweise nicht gekümmert. Das ist, glaube ich, auch nicht der Punkt. Fakt ist, Herr Kollege Brandner, für den Ausdruck, Sie sind ein Lügner, erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Und ansonsten ist der Kollege Stegner mit der Antwort noch nicht ganz fertig. Wer Ungleiches gleich behandelt, der handelt weder moralischer noch vernünftiger, sondern einfach nur töricht, meine Damen und Herren. Und den Unterschied zwischen 2015 und heute nicht zu erkennen, also dazu gehört schon viel, jetzt ist der Kollege Lind leider nicht mehr da, aber fast hätte ich gesagt, den muss auch ein Blinder mit Krückstock eigentlich erkennen. 2015, meine Damen und Herren, da mussten die öffentlich-rechtlichen Medien Frauen und Kinder mit der Lupe suchen, um sie uns anschließend im Fernsehen zu präsentieren. Herr Frömming, möglicherweise haben Sie ja gedacht, das ist eine lustige Bemerkung, die Sie zu Herrn Lind gemacht haben. Ich will Sie darauf hinweisen, dass das erstens kein Umgang ist mit einem Kollegen, der offensichtlich gerade einen Unfall hatte. Und zweitens ist es auch kein Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen, eine solche Bemerkung hier im Parlament zu machen. Eine Inflation in Höhe von nur 4% bedeutet, dass Sie in etwa 17 Jahren Ihr Vermögen halbieren. Eine Inflationsrate von 5% macht das nach 13,5 Jahren. Und bei 7% passiert mit diesem 100-Euro-Schein das bereits
nach 9 Jahren. Sie haben nur noch die Hälfte Wert auf Ihrem Konto, meine Damen und Herren. Und da sitzen die Schuldigen für diese miserable Politik. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch mal darauf hinweisen, dass wir uns hier mit der Auseinandersetzung mit dem Wort beschränken wollen und zusätzliche Zeitungen während der Rede bitte eher mehr sparsamer anwenden wollen, als was Sie es getan haben. 9-Euro-Ticket habe ich. Wo bleibt der Bus? Das ist doch die Situation außerhalb der großen Städte. Und deshalb muss dafür gesorgt werden, dass Bus und Bahn dauerhaft günstig werden, dass sie im ländlichen Raum ausgebaut werden. Das ist die Aufgabe dieser Zeit. Und das macht die Ampelkoalition genau nicht, meine Damen und Herren. Herr Kollege Perli, da ich davon ausgehe, dass Sie wissen, dass es im Plenum untersagt ist, Plakate oder Transparente hochzuhalten, gehe ich davon aus, dass das, was Sie hochgehalten haben, ein besonders groß ausgedruckter Teil Ihres Manuskripts war. Ein Hinweis sei mir erlaubt, die 800.000 Euro für Ihre Extremismusstudie wären sehr gut angelegt, wenn Sie als erstes Forschungsprojekt den Oberschlapphut und Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang wählen würden. Keiner betreibt so leidenschaftlich wie er als installierter Behördenextremist die Jagd auf die demokratische Opposition in unserem Land. Vielen Dank. Herr Helfferich, für die Bezeichnung Behördenextremist erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Viele Täter rechter, rassistischer und antisemitischer und sexistischer Beleidigungen im Internet sind viel zu lange verschont geblieben. Daran muss sich dringend etwas ändern. Und gut, dass Sie sich angesprochen fühlen. Ihr Verhalten darf nicht länger straflos sein. Und dafür braucht es mehr effektiveren Schutz und mehr Mittel auch im Bundeshaushalt. Vielen Dank. Herr Kollege, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, aus Richtung der AfD, dann unterstellen Sie der Kollegin Clara Bünger gewalttätige Handlungen, die ich nicht wiederholen will. Nee, Sie nicht, jemand anders. Und dafür erteile ich Ihnen hiermit einen Ordnungsruf. Und weil ich die Rufe nicht zuordnen konnte, habe ich mir jetzt den Protokollauszug besorgt. Es geht hier darum, dass der Kollegin Clara Bünger unterstellt wird, sie wolle Menschen Gewalt antun. Ich möchte nicht genau wieder zitieren, was gesagt worden ist. Können Sie im Protokoll nachlesen. Die Ordnungsrufe gehen an den Kollegen Martin Reichert und an den Kollegen Enrico Könning. Ein weiterer konnte auch im Protokoll nicht verifiziert werden. Und insofern belasse ich es dabei. Nein, das ist nicht zynisch, sondern zynisch ist hier im Haus Kolleginnen, die sich in ihrer Rede gegen Hass und Hetze engagieren, zu unterstellen, dass sie anderen Menschen, weil sie ein bestimmtes Einkommen haben, Gewalt antun wollen. Das geht nicht. Und das ist nicht zynisch von mir, sondern wenn von Ihnen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kollegen, liebe Landwirte, liebe Gäste. Herr Minister, ich hätte schon erwartet, dass Sie länger als 4 Minuten reden und dass Sie vor allem inhaltlich zur Sache reden. Hier geht es um wirklich wichtige Dinge heute. Und auch, liebe Kollegen von der FDP, das kann doch nicht wahr sein, wie Sie hier als Heuchler sich hinstellen und sagen, die Zwangssprache darf nicht sein. Ihr reagiert doch zurzeit. Wenn die Zwangssprache kommt, dann habt ihr sie mit verschuldet, liebe Kollegen. Lieber Herr Kollege Felser, möchte Sie bitten, in Zukunft den Begriff Heuchler in Ihren Reden auch in Anbetracht, dass Sie das die Kolleginnen und Kollegen hier im Haus damit gemeint haben, nicht mehr zu verwenden. Das ist kein guter parlamentarischer Ausdruck. Wenn das nächste Mal vorkommt, erteile ich einen Ordnungsruf. Vielen Dank. Herr Kollege de Vries, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf für Sie sind bescheuert. Und dagegen können Sie sich dann wehren, aber das ist nicht nur unparlamentarisch, sondern ein Ordnungsruf ist wert. Aber das nicht an Sie konkret, sondern wirklich an einige. Ich habe aber noch eine
sozusagen Altlast hier. Übernommen, Frau Marquas hatte das Protokoll angefordert. Herr Brandes hat vorhin in einer Debatte von einem politisch gleichgeschalteten Block, der schon länger hier Sitzenden, geredet. Ich erteile Ihnen wegen bewussten Andockens an die dunkelsten Seiten der deutschen Geschichte, die einem demokratischen Parlament unwürdig sind, dafür einen Ordnungsruf. Ein Begriff wie deutsche Nation sei zutiefst vergiftet. Ein deutsches Volk gäbe es überhaupt nicht. Alles nur Ausdrucksformen von weißem Rassismus. Auch über Heimat zu reden sei in Deutschland Nazi-Sprech. Der Heimatbegriff sei brandgefährlich, toxisch wie Blut und Boden. Wer sagt sowas? Frau Pferde-Attermann? Diese Person will die Regierungskoalition zur Chefin der höchsten deutschen Antidiskriminierungsbehörde machen. Ein so hohes Staatsamt, dass es vom Bundestag selbst gewählt werden soll. Frau Attermann, das muss man wissen, unterscheidet prinzipiell weiße Deutsche. Sie nennt sie auch Deutsche. Herr Baumann, Entschuldigung. Ich komme gleich zur Tagesordnung. Nicht zur Person bitte, sondern zur Geschäftsordnung. Deutsche mit Nazi-Vergangenheit, systematisch von der mit Migrationshintergrund der Bevölkerung. Damit treibt sie einen tiefen Spalt in die Gesellschaft. Integrationsforscher nennen sie eine Hasspredigerin. Das ist sie auch, meine Damen und Herren. Die Wahl muss von der Tagesordnung. Wenn Migranten uns Deutsche als Kartoffeln beleidigen, findet Attermann das völlig okay. Sie hat auch nichts dagegen, wenn man weiße Deutsche einfach nur Spargelfresser nennt. So bedient Frau Attermann radikal antideutsche Ressentiments. Sie diskriminiert. Die Wahl muss von der Tagesordnung. Muss es ja begründen. Selbst Herr Baumann, ich unterbreche jetzt auch Ihre Redezeit. Sie haben noch 1:25. Ich bitte Sie, auf Angriffe zur Person zu verzichten, sondern zur Geschäftsordnung zu reden. Und es reicht nicht, wenn Sie zwischendurch einmal sagen, das muss von der Tagesordnung runter. Ich bitte Sie wirklich, das einzuhalten. Kennen Sie die Gebrüder Grimm? Kennen Sie die Gebrüder Grimm? Kennen Sie das Märchen vom Rotkäppchen? Wissen Sie, was der Wolf gemacht hat? Ich weise die Mitglieder der AfD-Fraktion noch mal darauf hin. Einige Zwischenrufe sind ja gewünscht und erlaubt, aber wenn das dazu ausartet, den Redner dauernd zu unterbrechen, dann werde ich von Ordnungsmaßnahmen gebraucht. Und ich drohe das jetzt an. Nein, Herr Baumann, in aller Ruhe. Mit mir nicht, das würden Sie sonst überall auch erleben. Wir hören dem Redner jetzt zu, einige Zwischenrufe erlaubt, aber gerade bei Ihnen, Sie habe ich besonders im Auge, Herr Reinhardt, wird meine erste Ordnungsmaßnahme landen, wenn Sie damit nicht aufhören. Ja, wissen Sie, als Chirurg wünscht man sich dann eine Kurznarkose. Dann ist Ruhe. Und bis heute übernehmen Sie keine Verantwortung für die Opfer der Flutdiebe. In NRW wurden 24 Städte von mehr als 140 Plünderern heimgesucht. Entschädigungen erhalten die Opfer der Flutdiebe nicht. Und warum nicht? Weil sich bei 90% der Tatverdächtigen handelte es sich um Ausländer und Migranten. Klau-Roma und andere migrantische Langfinger aus 24 Nationen nahmen den Opfern der Flutkatastrophe ihr letztes Hab und Gut. Und wenn Sie Bevölkerung zukünftig schützen wollen, dann schützen Sie vor migrantischen Klaubanden und der spätrömischen Dekadenz verantwortungsloser Ministerin. Vielen Dank. Herr Abgeordneter, ich werde mir die Rede gleich noch mal in Ruhe anschauen und behalte mir zumindest einen Ordnungsruf vor. Sehr gut, Frau Präsidentin. Sehr gut. Okay, wir müssen einen Hammelsprung machen um 1.22 Uhr, weil die AfD-Fraktion noch mal klären möchte, ob genügend Leute noch hier sind. Also werden wir jetzt einen Hammelsprung machen. Ich bitte Sie also alle, den Raum zu verlassen, und dann werden wir durch die Türen hinten alle einzeln wieder hereinkommen. Ich bitte Sie jetzt, den Raum zu verlassen. Also Gewaltandrohungen werden hier nicht akzeptiert, und
jemand, der hier Gewalt androht, wird hier auch nicht wieder reingelassen. Das möchte ich mal deutlich sagen. Ja, aber es ist nicht genug. Ausmarsch! Abgeordneter, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Wenn Sie jetzt noch diskutieren, erteile ich Ihnen gleich noch einen Ordnungsruf. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend.